Nur Der ist bevor. neben dir im Schacht hin und her gekraxelt. Ja, der ist nicht wirklich neben mir am Schacht hin und her kraxelt. Wo muss ich jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Weg. Hallo. Hallo. Ja, ich hab glaubt, der geht weiter. Was soll ich machen? Soll er mich fressen? Das. Soll er mich fressen? Soll ich ihn glücklich machen? So, aber ich habe alles gemacht, ne? Ich kann direkt todesmutig weiter. Fährt wieder in den Schacht. Hast du den Weg verstanden, wo ich hin muss, genau? Ja. Ich glaube, irgendwo einfach. Na, ich werde schon finden, wenn nicht. Ich kann eh unendlich oft versuchen. So, schau. Da vielleicht? Nein, da auf gar keinen Fall. So, schauen wir noch einmal. Es wird schon da irgendwo sein, wir werden schon finden. Ja, weißt was? So, jetzt sind wir mal hinter der Dusche. Weiß noch immer nicht wohin. Ich glaube, ich gehe komplett falsch, also ja. Noch mehr falsch geht's eh nicht mehr. Zuerst einmal Terminal. Ja, ich sage nur. Ich habe es nicht gesagt, hast du es übersehen. Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? So. Und er kommt schon her. Nein, er wartet vor der Tür. Nein, er wartet nicht. So, wo hast du gesagt, hast du eine Karte gesehen? Geht dann. Weißt du, was ich jetzt noch mache, bevor ich da jetzt wirklich weitergehe? Versuchen, Sachen zu bauen? Ja, bauen wir alles. Wirklich. Man ist vielleicht unnötig, weil ich nicht speichern kann, aber was soll's. Ja, mach mal Mut.
Welche Richtung muss ich? Oh Gott, ich muss ja alles ganz zurück. Kann das sein? Das kann sein. Na, du musst drauf und dann rechts, glaube ich. Da geht's dann weiter. Na, Oder? glaube ich nicht. Oder? Ich glaube schon. Ja, komm, scheiß drauf. Scheiße! Was? Das war's? Wie es geschrien hat. Und da kommt er gleich nachschauen. Hat da wer was für mich gebrutzelt? Ja. Jetzt steht er vorm Feuer und schaut blöd. Ja, ich hab's eh gerade gemerkt. Also rechts ist hat's nicht funktioniert. Aber er wartet jetzt. Er steht jetzt da und macht nichts. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Und dabei Personalkombüse geht's auch nicht weiter, gell? Ich glaube, ich muss. Da kommt er da entgegen, gell? Ich weiß, ich bin mutig. Doch nicht. Das heißt nichts. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich bilde mir ein zu wissen. Weil ich glaube jetzt, schau, ich glaube jetzt, da muss ich dann in den anderen Raum und links. Ah ja, genau da bei der Karte Weil da rechts. ist ein Nippal. Genau, das ist der gesagte. Also der Raum war ja vorher noch nicht aufgedeckt. Die Frage ist nur, wie locke ich den jetzt weg mit einem Geräusch machen? Ja, habe ich jetzt schon gecheckt. Ist auch einmal, was ich selber check. Er geht wieder sehr gut. Oh mein Gott. Man dachte eine Runde. Ich Idiot. Ich speichere mal ab. Hallo. Schlüsselkarte muss ich finden. Schon wieder. War ich da schon an den Computer? 2505, kannst du mal merken. Ja. Dr. Lingard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seekson? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind Sie einfach keine Freunde mehr? Er hat mich. Und ich habe ein zweites Arschloch. Zwei. Was jetzt von mir aufpasst.
das? Dr. Lingard, hier spricht Ranson. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seekson? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind Sie etwa keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von Ihnen hat mir mitgeteilt, dass Sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Hat sich der Code geändert? Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über Sie? Nicht so viel wie Ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für mich hat. Sein Chef. Willst du was sagen können? Ja. Du hast aber schon Glück gehabt. Also 2505. Aber gut, der ist eh irgendwo, es interessiert mich ja nicht, wo der gerade ist. Nimm die scheiß Schlüsselkarte, du! Schau mir aus, bin schon unterwegs. Och Gott, die stellt sich auch an manchmal. Er ist aber da drüben. Kommt aber wahrscheinlich noch schnell. Jetzt kann ich bei der Tür dann durch. Im nächsten Raum. Aber ich will noch abspeichern vorher. Ich muss noch abspeichern. Ich kann das nicht nochmal machen. Jetzt war's, ha? Soll ich rausgehen, ha? Nein. Sehr gut, er haut ab. Aber der läuft immer zurück, auch manchmal. Das ist immer, wenn Gefahr ist, nahe steht. Na, eh da, wo Speichern gestanden ist, nur halt steht auch nebenbei Gefahr ist nah. Also ich hab nichts gehört. Was? Was hast du nicht gehört? Dass ein Scheißdreck vom Lüftungsschacht runterkommen ist. Oh nein. Hier ist alles im Eimer serviert. Sind Menschen na, auch. Androiden. Na, Menschen sind das, glaube ich. Mensch, da ist doch gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Sehr gut, sehr gut. Ich habe einfach die Sachen genommen, der Leute. Ich habe einfach dabei die Sachen genommen. Danke! Den haben wir schon, ja. Lal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